Und damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Digiritter, zu einem weiteren Let's Play von mir. Und zwar zu dem lang ersehnten und erwarteten von euch Digimon World 2003. Dieses Spiel habe ich ja schon einmal in einem Livestream zum ersten Mal angespielt, weil ich damals, als das Spiel rauskam, das nicht gespielt habe. Und dann dementsprechend in dem Livestream das einmal für euch angespielt habe. Und auf mehrfache Anfrage hinweg wollte ich da jetzt dann auch ein vollständiges Let's Play dann dazu machen. Also zumindest vollständig in dem Sinne, dass wir die Hauptstory einmal durchmachen. Mal gucken, was dann nach dann noch möglich dann wird. Aber so auf jeden Fall das Ganze und wie wir das Ganze ablaufen. Also in den Folgen selber werden wir uns hauptsächlich auf die Story fokussieren, dass es da dann weitergeht. Außerhalb der Folgen werde ich dann versuchen, einfach meine Digimon zu leveln, damit wir dann das innerhalb der Folgen dann nicht weitermachen müssen, also dass da keine extra Folgenzeit dann drauf geht, sondern dann wir da dann den extra Fortschritt dann machen können. Ich weiß, sehr viele haben da schon drauf gewartet, dass da jetzt ein Let's Play dann kommen wird. Und deswegen würde ich sagen, lassen wir euch nicht länger warten, sondern starten dann auch direkt rein in Digimon World 2003. Kusanagi City, dort befinden wir uns an einer Straßenecke. So, sie sind spät dran. Was machen Teddy und Ivy denn bloß? Es bleibt keine Zeit mehr, um Digimon Online zu spielen. Ivy soll nicht kommen, aber Teddy hat's natürlich herumerzählt. Sie hätten sich schon vorher eine Anmeldung besorgen sollen. Wartet und wartet. Oh, da kommt eine Eilmeldung. Neueste Meldung. Der Europazentrale der Verbrecherbande AOA. Diese Abkürzung erinnert mich an Digimon Masters Online. Ha, nennen wir sie jetzt einfach deswegen mal Alpha Monoryuken Awaken. Wurde von der internationalen Polizei SAP entdeckt. Die Razzia fand gestern um Mitternacht mit Unterstützung der Armee statt. Die Anführer der Alpha Monoryuken Awaken wurden vor Ort verhaftet. Man glaubt, damit eine Verbindung zwischen den Alpha Monoryuken Awaken und Internetterrorismus herzustellen. Was das alles wohl bedeuten mag. Alpha Monoryuken Awaken ist doch die Gruppe, die Digimon zu Bösem angestiftet hat. Ja, klingt richtig. Ich kann nicht glauben, dass jemand Digimon so etwas antun konnte. Da scheinen unsere Mitstreiter zu sein. Okay, das ist Teddy. Danke fürs Warten. Tut mir leid, dass wir zu spät sind. Und Ivy ist mit dabei. Junior, warum redest du mit dir selbst? Das ist gruselig. Na endlich, Teddy. Warum ist denn Ivy überhaupt hier? Du sagst immer, Digimon sind für Kids. Ich will Digimon Online spielen, okay? Ich habe nie gesagt, ich hasse Digimon. Die beiden scheinen sich auf jeden Fall nicht gut zu vertragen. Mal schauen, in welche Richtung das dann in der Story dann auch gehen wird. Junior, Ivy, los jetzt, auf zum Online-Center. Ja, auf, denn wir wollen Digimon Online spielen. So, Kusanagi City, das Online-Center. Hätten die es nicht auch einfach Digimon Center nennen können? Als Hommage an Pokémon Center? So, das ist also das Magami Online-Center, cool. Ja, dies ist das Matrix-System. Es digitalisiert unsere Ideen und Gedanken und sendet sie ans Netz. Wie geht das wohl? Ich will wissen, was dahinter steckt. Hey, was macht ihr beiden denn da?
Los, wir richten ein Konto ein und betreten die digitale Welt. Sehr gut. So, wir reden mit der Empfangsdame, beziehungsweise Mitarbeiter. Willkommen im Magami Online Center. Dieser Service ist für Reisende in die digitale Welt. Spielt ihr zum ersten Mal Digimon Online? Ja. Bevor wir euer Konto einrichten, müsst ihr euer Partner Digimon auswählen. Ui, wir dürfen unser Partner Digimon auswählen. Wählt ein Starter-Pack A, B oder C. Jedes Pack hat drei Arten von Digimon. A ist ausgeglichen, Kotemon, Renamon und Patamon. B ist ein Kraftpaket, Monmon, Agumon und Renamon. C ist ein Maniac-Pack, Kumamon, Gilmon und Patamon. Welches der drei hättet ihr gerne? Tja, gute Frage. Welches Starter-Pack wollen wir denn nehmen? Also ich würde jetzt einfach mal spontan sagen, wir nehmen dasselbe, was mir damals in diesem Anspiel-Stream gegeben wurde. Einfach der Einfachheit halber. So, was ist Junior? Worüber denkst du nach? Nimm ein Pack mit einem Digimon, den du magst. Ich weiß nicht, alle Packs haben ein Digimon, das ich mag. Das macht es natürlich schwierig. Können wir nicht einfach die Mitarbeiterin fragen, ob sie uns ein individuelles Pack zusammenstellen kann, von denen, die wir am meisten mögen? Welches Digimon magst du denn nicht? Nimm einfach ein Pack ohne ein Digimon, das du nicht magst. Es gibt keine Digimon, die ich nicht mag. Ich mag eben alle. Das wage ich hart zu bezweifeln. Irgendein Digimon wird schon geben, was man nicht mag. Aber okay. Also, wenn du alle Digimon magst, gibt es doch kein Problem. Los, entscheide dich. Dann können wir endlich zur digitalen Welt. Junior, hast du dich immer noch nicht entschieden? Das solltest du aber, sonst gehe ich nämlich schon mal vor. Na gut, dann entscheiden wir uns eben. Habt ihr euch entschieden? Ja, das haben wir. Junior, ich lasse dich echt hier stehen. Ja, ja, ich mach ja schon. Okay, dann registriere ich jetzt euch und eure Partner-Digimon. So, dann mal schauen. So, willkommen bei Digimon Online. Jetzt beginnt die Registrierung deines Online-Accounts. Und Partner-Digimons. Der Accountname ist dein Name in der digitalen Welt. Wähle dein Partner-Digimon aus einem der drei Starter-Packs aus. Der Vorgang beginnt jetzt. So, dann geben wir mal unseren Namen ein. Da nehmen wir natürlich, wie immer, bei einem Let's Play von mir. Nee, nicht das. Ich möchte gerne die heißen. Wie funktioniert das? Ah, so, man muss rüber. Na, da ist dieses eine R da hinten, was ich noch irgendwie wegbekommen muss. So, damit ist das jetzt auch weg. Und alles weg. So, dann kriegen wir es jetzt hin, uns Digi zu nennen. So. So, welches Starter-Pack nehmen wir? Das erste beinhaltet Kotemon, Renamon und Patamon. Das Kraftpaket Monmon, Agumon und Renamon. Und das dritte Kumamon, Gilmon und Patamon. Da habe ich mich, wie gesagt, schon festgelegt. Da nehme ich dasselbe, was mir im Stream gegeben wurde damals. Und zwar in dem Fall dann Kumamon, Gilmon und Patamon. So. Damit sind wir registriert. Und können dann ins Online-Center reinstarten.
Registrierung beendet. Geh jetzt bitte in die Kammer. Okay, Teddy, Ivy, auf in die digitale Welt. Hey, warte, Junior. Ich bin noch nicht fertig. Tja, da gehen wir jetzt wohl ohne sie rein. Da werden wir wohl gleich in so eine Kapsel gesteckt. Wow, das ist also die Kammer. Jetzt kann das Spiel beginnen. Wie aufregend. Yep, spiel dein Spiel. Mit welchem Namen seid ihr registriert? Mit Digi. Bestätigt. Vielen Dank. Bitte betretet die Kammerkapsel dort drüben. Okay. Ah, da kommen die anderen beiden. Und wir sind schon weg. Hey, gehst du etwa ohne uns? Sieht wohl so aus. Junior, warte. Ich heiße Digi, nicht Junior. Merkt euch das. Und damit auf in die digitale Welt. Oder nicht? Wir kommen nicht rein. Willkommen in die digitale Welt. Damit sind wir drin. Unser Abenteuer kann losgehen. So, damit sind wir in Asuka City im Anmelderaum. So viele Ankunftsplattformen. Wow, so sieht also die Welt von Digimon Online aus. Naja, zumindest ein kleiner Teil davon. Ich denke mal, die weite Welt wird doch nochmal deutlich spektakulärer sein. Digi, willkommen beim Asuka-Server. Hol bitte deine Digimon-Daten in der Lobby ab. Hä? Digimon? In Digimon Online? Was soll das denn? Ach, verstehe, ich gehe schon. Und damit sind wir im Haupteingang von Asuka City. So, wer ist er denn hier? So, die Matrix-Kammer ist einfach unglaublich. Wir sind tatsächlich im Netz. Hier gibt es noch mehr Leute. Gamer Takashi, im Digimon-Labor da vorne lernen sie alles über Digimon. Außer Digimon-Kämpfen kannst du mit deinen Karten kämpfen. Um Weltmeister zu werden, musst du bei beiden gut sein. So, Digimon Online macht viel Spaß. Ich find's echt klasse. Na dann, freue ich mich auf jeden Fall, schon in diese Welt eintauchen zu können. So, mein Digimon soll zu Galanmon digitieren. Tja, mein Gilmon soll das auch. Ah, hier haben wir Faulpelz Alan. Oder Alan. Das Ding über deinem Kopf ist ein Satellit. Es verwaltet deine Daten. Natürlich habe ich auch einen, aber den kannst du nicht sehen. Na dann. So, da müssen wir wahrscheinlich zu einer der Empfangsdamen. Das ist der Digimon Online Help Counter. Okay, dann da nicht. Soll ich dann deinen Partner Digimon rufen? Ja, bitte. Ich möchte unbedingt meine Partner jetzt schon mal kennenlernen. So, ich verstehe. Ich lade jetzt die Digimon-Daten von deinem Satelliten. Bitte warte an der Online-Markierung auf dem Boden. Wow, ich kann es kaum erwarten, mein Digimon zu treffen. Oder meine Digimon, sind ja mehrere. Oh, hey Digi. Ah, die beiden sind jetzt auch dazu gestoßen.
Hey, was macht ihr denn? Ihr seid so lahm. Und unser Protagonist ist sehr unhöflich. Was? Quatsch, du bist bloß zu schnell. Oder Ivy? Nein, ich heiße Kyle. Vergiss das nicht. Kyle? Das ist dein neuer Name? Komisch, hört sich wie ein Männername an. Den habe ich mir ausgesucht. Okay. Ich war zu faul und heiße weiterhin Teddy. Auch valide. Da haben wir unser Bärmon. Gilmon. Und da kommt dann unser Patamon. Sehr schön. Oh cool, hier sind meine Digimon. Wow, wer hat sich das nur ausgedacht? Gute Frage. Hallo zusammen, ich bin Digi, freut mich sehr. Verstanden, auf in den Kampf. Gilmon macht Digi zum Champion. Hi, ich tue mein Bestes. Okay, ihr drei, ich verlasse mich auf euch. Los geht's. Okay, ich bin einmal weg. In Ordnung, wir teilen uns jetzt auf. Bis später. Und die drei folgen mir. Na dann, auf in die Welt von Digimon Online. Da sind wir jetzt im Zentralsektor von Asuka City. Wir werden direkt von einem älteren Mann angesprochen. Zwar Tamer Genji. Sieh an, dich kenne ich noch nicht. Bist du neu hier? Ja, ich habe mein Digimon gerade bekommen. Dann kämpfe ich jetzt mit dir. Macht nichts, wenn du die Regeln nicht kennst. Wichtig ist dabei, Erfahrung zu sammeln. Direkt in unseren ersten Kampf verwickelt. Na gut, wir geben unser Bestes. So, da haben wir jetzt die Möglichkeit, auf Kampf zu gehen. Tech, DV, Marke, Item, Laufen. Okay, da werde ich wahrscheinlich im Verlauf des Spiels dann noch kennenlernen, was das Ganze nochmal bedeutet. So. Okay, das ist einfach ein Standardangriff. Dann ist wahrscheinlich Tech, Abkürzung für Technik, dass man da dann stärkere Angriffe verwendet. Wir bekommen direkt 43 Schaden. So, dann kann ich... Nee, kann ich nicht verwenden. Okay, das braucht MP20 und ich habe MP10. Wow. Wir machen ja gar keinen Schaden an Kubagamon. Aber er dafür umso mehr an uns. Kann es sein, dass das ein Kampf sein soll, den man verlieren soll? Immerhin haben wir mal einen Treffer gelandet. Der hat sogar 74 Schaden gemacht. Na, so könnten wir das vielleicht gewinnen. Ich denke mal, der Kampf ist vorgeskriptet, aber wir haben gewonnen. Unser allererster Kampf in Digimon World 2003 ist gewonnen. Und wir bekommen direkt auch ein bisschen EXP. 4 Stück. Und 50 Bit haben wir gewonnen. So, damit kommen wir wieder zurück. Gewonnen! Für einen Anfänger bist du ganz gut. Danke, ich wusste immer schon, dass ich sehr gut bin. Du hast das Potenzial, einmal World Champ zu werden. Das ist mein Traum. Und wir leben unseren Traum. Um das zu erreichen, musst du noch viel über Digimon lernen.
Vor dem Verlassen der Stadt solltest du ins Digimon-Labor gehen. Digimon-Labor, wird gemacht. Vielen Dank. Hast du überhaupt eine Aktentasche? Eine was? Was ist denn das? Aha, dann gehst du am besten zum Gelben Kreuzer. Dort lernst du alles Wichtige über den Kampf mit Karten. Geh jetzt, ich verlasse mich auf dich, Kleiner. Hahaha. Gut, zum Gelben Kreuzer sollen wir also. Aber wir sind jetzt direkt im Digimon-Labor. Wie soll ich meine Digimon züchten? Die Parameter unterscheiden sich je nach Zuchtmethode. So, ich bin Dr. Kadomatsu, der Lehrer für Digimon-Forschung. Im Digimon-Labor tauscht und digitierst du Digimon. Okay. So. Hier lernst du was über Digitation. Du erhältst Daten über einige Digimon-Digitationen. Wir können dir aber nicht alle Digimon-Digitationen beibringen. Schade. So, mit dir würde ich noch ganz gerne reden. Wir bringen dir Digimon-Techniken bei. Du erhältst Tipps zu Digimon-Kampf und Digimon-Zucht. Okay, und was soll ich hier dann machen? Also ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, was ich da drin machen sollte im Digimon-Labor. Aber gut, dann schauen wir uns mal hier so ein bisschen in dieser Stadt um. So, von hier kamen wir. So, da haben wir Agumon. Um dein Digimon zu trainieren, musst du mehr als kämpfen. Du kannst dein Digimon nebenan in der Halle trainieren. Okay, hier haben wir das Inn. Schauen wir da mal rein. Asuka Inn. Erstes Geschoss. So. Wir Agatomon managen das Inn. Wenn du hier übernachten möchtest, wende dich an uns. Oh. Ich bin Speicheroffizier Gadromon. Wenn du speichern willst, wende dich an uns. Okay, das ist gut zu wissen. Bei den Gadromon kann man dann speichern. Ui, alles hier voller Menschen und Digimon. So. Irgendwo in der Stadt ist eine Auktion mit seltenen Items. Aber wie kannst du teilnehmen? Tja, gute Frage. So, dann können wir hier auch noch runter. Wen haben wir denn da? Pingelige Freda. Putzen und Staub wischen und ich muss einfach alles säubern, was dreckig ist. Okay, deswegen pingelig. Lammkotelett. Okay, das ist dann wahrscheinlich das Restaurant bzw. die Bar hier. So. Mr. Alexei ist schon wieder aufgebracht. In der echten Welt ist wohl was los. Wahrscheinlich eine Anspielung auf das mit Alpha Monolithen Awaken. So, dies ist das Lammkotelett. Alle kommen hierher. Ah, hier haben wir Mr. Alexei. Vergiss meinen Job, vergiss meinen Boss. So, können wir da auch irgendwie durch? Dass wir da mit der Dame reden können? Anscheinend nicht. So, und damit sind wir da rausgekommen. Glaube ich, meine mich zu erinnern, dass es hier noch einen Untergrund gab in dieser Stadt, wo man hin konnte. Dort gab es nämlich, glaube ich, ein Item, was man finden konnte. Aber gut, ich weiß jetzt nicht mehr spontan, wie man dorthin kommt. Ich meine, es ging irgendwie hier drinnen. Aber hier sind wir in der Schmiede. So, einige Items kann man wohl nicht im Laden kaufen. Aber Mr. Smith weiß angeblich nichts davon. Mhm. Das Zeughaus wird von uns Gargamon geleitet. Okay. Dies ist die Pfandleihe. Wir Wizardmon sind für den Itemshop zuständig. Willkommen im Itemshop.
Ich denke mal, wir können uns eh jetzt noch nicht irgendwas kaufen. Aber man kann ja schon mal reinschauen, was es hier so alles gibt. Powerladung, okay. Das ist ein Heilungs-Item. Lähmungen während Kampfheilen. Gefallenen Verbündeten wiederbeleben. Oh, das ist vielleicht dann später wichtig. Geschwindigkeit erhöhen. Stärke erhöhen. Verteidigung sinkt. Ich weiß jetzt aber nicht, wofür diese... Das sind wahrscheinlich dann Kampf-Items. Okay, dann gehen wir mal wieder raus und schauen uns noch ein bisschen in der Stadt um. So, das war die Schmiede. Genau, da haben wir das Inn. Aber wo ging's? So, irgendwie müssen wir ja doch noch die Möglichkeit haben, da runterzukommen. Da ist das Digimon-Labor. Aber von hier aus scheinen wir da jetzt gerade nicht hinzukommen. Na gut, dann schauen wir mal in die Richtung. Da sind wir jetzt bei der Asuka-Brücke. Okay, hier geht es dann aus der Stadt raus, anscheinend. Wo gab es nochmal die Möglichkeit, dort runterzukommen? Da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Naja, irgendjemand von euch wird das dann in die Kommentare schreiben. Da bin ich mir sicher. So, wenn wir daraus gehen, kommen wir zum Haupteingang wieder zurück. Okay. So. Na gut, dann würde ich mal sagen, da ich jetzt, wie gesagt, spontan nicht weiß, wie man hier runterkommt, zu den Shops da unten, gehen wir mal aus der Stadt raus und schauen uns mal so ein bisschen an, was uns denn außerhalb der Stadt erwartet. Damit sind wir jetzt im Zentralpark angekommen. Einem der ersten Gebiete, wo man auch dann hier gegen wilde Digimon kämpfen kann. Meine ich zumindest. So, ich bin Natsumi, eine fröhliche Schülerin. Schön, dich kennenzulernen, Natsumi. Huch, ein komisches Loch. So groß für einen Maulwurf. Na dann war es wahrscheinlich ein Trimogemon. Okay, von hier aus kann man dann in die verschiedenen Gebiete dann... hin, aber wir werden direkt jetzt in unseren ersten richtigen Kampf hier verwickelt. Und zwar gegen Kunemon. Wir sollten auf jeden Fall zwischendurch auch mal uns dann heilen. Ein sehr großer Teil vom Spiel, gerade jetzt am Anfang, besteht sowieso erstmal darin, XP zu farmen. So, damit haben wir Kunemon besiegt und den Kampf gewonnen. Bin mal gespannt, wie viel XP wir brauchen für unser erstes Level-Up dann. So... Aber da würde ich ganz gerne auch die Reihenfolge meiner Digimon anpassen, damit wir jetzt nicht direkt dann wieder Kumamon als erstes draußen haben, weil er natürlich jetzt schon ein bisschen angeschlagen ist. Sondern dann holen wir als nächstes dann mal Gilmon raus.
So, wenn ich mich noch an den Stream von damals erinnere, müsste es theoretisch hier unten dann weitergehen. Im Drahtwald. Zumindest vom Level her, beziehungsweise auch von dem her, wie wir kämpfen können. So, uff, danke. Fühl mich gut. Damit sind wir jetzt im Drahtwald West angekommen. Und landen direkt im nächsten Kampf. Direkt hier jetzt schon gegen Kuvagamon. So, können wir jetzt vielleicht... Ja, jetzt haben wir genügend MP dafür. Oh, das hat gesessen mit 104 Schaden. Oh, direkt unser Gilmon K.O. gegangen. Ja, da muss ich auf jeden Fall dann gleich wieder mal zurück in die Stadt, um mich da ein bisschen aufzuheilen. Okay, das Kuvagamon ist richtig stark. Und warum darf es direkt nochmal? Das ist unfair. Ach, bei ihm können wir das immer noch nicht machen. So. Immerhin haben wir das Kuvagamon besiegen können, aber weiterer Kampf und wir sind erledigt. Und damit erreicht aber Kumamon bzw. Bärmon immerhin Level 2 und bekommt 20 Bits. Okay, da sollten wir vielleicht den Rückzug mal antreten. Und hoffentlich ohne weiteren Kampf nach Möglichkeit wieder zurück in die Stadt, damit wir uns einmal aufheilen können. Ich hoffe, wir schaffen es, ohne in den Kampf verwickelt zu werden. Sieht aber gut aus. So, jetzt ist nur die Frage, wo muss man hin, um sich aufheilen zu lassen? Weil das weiß ich jetzt spontan nicht. Müsste aber, glaube ich, im Inn funktionieren. So, jedes Digimon... 8 Bit. Gut, dann müssen wir mal übernachten. So, hoffentlich sind wir dadurch wieder aufgeheilt. HP 130, 150. Ja, sehr gut. Hat natürlich jetzt einiges an Bits gekostet, aber gut. Gehört da jetzt natürlich dann dazu. So. Gut, dann speichern wir mal. Dauert ganz schön lange.
Na gut, damit ist gespeichert und dann würde ich sagen, was ist dann von diesem allerersten Part von Let's Play Digimon World 2003? Falls ihr, wie gesagt, noch Tipps haben solltet, wie man in den unteren Punkt der Stadt kommen kann, also zu diesen Shops zum Beispiel, wo wir vorhin nicht hin konnten, also wo ich vorhin jetzt spontan keinen Weg gefunden habe. Und dann wird es, wie gesagt, so sein, dass ich jetzt bis zum nächsten Mal dann auf jeden Fall ein bisschen meine Digimon trainieren werde, also ein paar Kämpfe machen werde, um XP zu farmen, damit wir da dann auf jeden Fall das beim nächsten Mal dann leichter haben mit dem Voranschreiten. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert nicht vergessen, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denn von dem Spiel haltet und natürlich, ob ihr euch auf weitere Parts freut. Wann der nächste Part kommen wird, wie gesagt, das schaue ich dann mal. Aber jetzt auf jeden Fall der allererste Part schon mal dann für euch dann online. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.